Something someone should have seen coming. Was it karma? Was the tree hurt? Is it why that man was left in the dirt? If a tree dies through a fire, through wonky little wire, was it the man's fault, a tiny accident that someone could easily prevent? So, mein Name ist Stella Schäfer. Ich freue mich, Sie heute oder euch heute durch den Abend moderieren zu können. Nach den anfänglichen klassischen technischen Schwierigkeiten, was wäre das Leben ohne, befinden wir uns in der Blutenburger Straße 71. Wird nachher vorgestellt, wo das ist und warum wir hier sind. Naja, warum ist klar, aber wo das genau ist. Und wir starten als musikalisches Highlight heute. Und ich hoffe, dass der Abend genauso verläuft. Mit ganz toller Musik von Malaika Lerma. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der Vorname ist auf alle Fälle Malaika. Aber viel wichtiger als der Name ist eigentlich die Musik. Und ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Green is peace and peace is good. It's what we seek. But why is peace one of our dreams, not reality? Is it just me that sounds so wrong? Tell me, my friend, do you feel the same? Peace is good. Red is passion and love between two. And who he loves shouldn't be a problem for you. Is it just me that does hate win in this world that we live in? Let's fight for. War ein guter Einstieg und ich musste so lachen, weil ich zum Teil reinhöre und das Publikum hier habe und ich noch nie unter diesen Herausforderungen moderieren konnte, daher freue ich mich auf diese Erfahrung. Es kann nur besser werden, wir haben super angefangen mit der tollen Musik, vielen Dank, das Publikum über Zoom hat es auch mitbekommen. Herr Gründel, wenn ich Sie vor die Kamera bitten darf, so dass man Sie sehen und hören kann. So. Danke, Sir. Willkommen. Genau, das möchte ich Sie jetzt auch heißen. Willkommen im Kult 9, dem Stadtteilzentrum von Nymphenburg-Neuhausen. So ist richtig. Wir sind ein Stadtteilzentrum und haben schon eine sehr lange Tradition hier im Haus, seit über 30 Jahren. Das ist das Löhe-Haus, was der Diakonie von Oberbayern gehört. Und wir sind schon seit über 30 Jahren hier im Haus und haben eine lange Tradition. Und mit dieser Arbeit und diesem Hintergrund sind Sie heute hier im Haus und finde ich, dass man sagen kann, da passen Sie wunderbar hier dazu. Denn diesen Begriff der Inklusion kann man noch weiter denken. Nämlich, wenn Inklusion sagt, es geht um Teilhabe aller Menschen, um eine Bereicherung der Gesellschaft, dann kann man diesen Begriff auch für Menschen mit anderen Lebenserfahrungen, anderen kulturellen Erfahrungen oder Hintergründen genauso mit ausweiten. Also alle Menschen, was immer sie mitbringen, welche Stärken oder Schwächen sie haben, welche kulturellen Prägungen sie haben, welche Lebenserfahrungen sie haben, bereichern diese Gesellschaft und haben ein Recht darauf, auch ihren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und damit sind wir eigentlich letztendlich bei dem Thema heute, wo es ja um die Frage geht, ob die These Deutschland schafft sich ab, wenn Menschen mit einer nicht vermeintlichen deutsch-kulturellen Prägung, die, wenn man mal die Historie über Jahrhunderte, Jahrtausende anschaut, letztendlich auch aufgrund von Bewegung und von Migration entstanden ist und nur deshalb auch so ist, wie sie heute ist. Also die Frage, ist diese These richtig oder muss man nicht mehr sagen, wir wären nicht das, was wir sind und wir hätten keine Zukunft, wenn nicht weiter Menschen mit ganz anderen neuen Impulsen und Prägungen hierher kämen, so wie auch Menschen mit Einschränkungen ihren Beitrag leisten. Also, ein guter Ort, ein gutes Thema und dafür wünsche ich Ihnen allen und uns allen zusammen einen schönen, guten, gelungenen Abend und dass Sie etwas mitnehmen und vielleicht wir mit diesem heutigen Abend auch mit einem kleinen Impuls in die Gesellschaft geben für eine bunte Gesellschaft. Vielen Dank. Danke.
Abendmoderation. Da braucht es mich eigentlich gar nicht als Einführung in den Abend. Das war sehr schön, auch bildlich dargestellt und vor allem auch positiv Potenziale oder die Verschiedenartigkeit von Menschen als ein Reichtum zu sehen. Vielen Dank, Herr Gründel. So, bevor ich Ihnen die Damen bei mir auf dem Podium vorstellen darf, sowohl virtuell als auch hier in Präsenz bei mir links und rechts an meiner Seite sitzend, darf ich erstmal das Wort an Frau Dr. Corinna Toledo geben, die Hausherrin, die diese Serie, diese Reihe, diese Veranstaltungsreihe, man sieht ein bisschen, ja, sieht man, möglich gemacht hat. Das ist Adelante Mujeres 2021. Mein Spanisch ist jetzt nicht so das Beste, aber ich gebe mir Mühe. Der Widerstand ist weiblich. Corinna. Ja, herzlichen Dank. Ich begrüße natürlich an alle, die hier anwesend sind, die uns die Ehren erwiesen haben, heute hier dabei zu sein, die ganze Referentin und an die wunderbare Moderatorin, die uns immer wieder begleitet, dass wir eben halt solche Events machen können. Frau Kunstpolitik ist schon lange aktiv mit verschiedenen Themen und hat sich als eine außerparlamentarische und eine außeruniversitäre Plattform entwickelt, wo auch Frauen, Mädchen sich präsentieren können, ihre Arbeiten und auch uns sehr wichtig, dass vor allem Migrantinnen auch ihre Leistungen in Staat und Gesellschaft anerkannt werden, die ja schon lange hier geleistet wird. Und dass die Arbeit auch sichtbar gemacht wird von den ganzen Frauen, Mädchen und vor allem, wie gesagt, Migrantinnen. Weil ich das ins Leben gerufen habe und das ist natürlich ein Anliegen, dass und viele von uns sind haben eine Migrationsgeschichte und tragen aus verschiedenen Art und Weisen dazu bei, dass diese Gesellschaft sich bereichert und dadurch bereichert wird durch unsere Kinder, durch die Steuern und so weiter und so fort. Malaika ist auch eine wunderbare Vertreterin von der Musik und hier aus verschiedenen Disziplinen, nicht nur Kunst, sondern auch, wie gesagt, Politikwissenschaft, eine Spezialistin, aber das wird die Moderatorin besser zum Ausdruck bringen. Und ich wollte mich auch noch bedanken für die ganzen Leute, die uns unterstützen, vor und finanziell und menschlich aus verschiedenen Formen werden wir unterstützt. Und und das ist Host of Resource, Sozialreferat, Kulturreferat, Migrationsbeirat, die mit der finanziellen Unterstützung hier nicht nur diesen Abend, sondern wie Selene sagte auch eben halt, diese ganze Reihe sind sehr viele Veranstaltungen schon durchgeführt worden und kommen noch ab bis November noch ein paar. Und natürlich auch hier Herrn Oliver Gründel, die ja auch nicht zum ersten Mal uns hier Asyl gewährt, weil er begeistert ist eben halt von unseren Projekten auch. Wir bedanken uns ganz herzlich und ja, ich übergebe unsere Moderatorin, die auch den Abend hier führt. Und vielen Dank, dass Sie auch hier sind und alle, die sich angemeldet haben. Der Titel des heutigen Abends ist Mir san da und mir gehen auch nicht weg. Wobei jetzt der Rest jetzt ein bisschen weniger bayerisch rübergekommen ist. Aber das sollte man auch verstehen und ich soll es auch aussprechen können. Heißt im Klartext, ganz wunderbare Damen sind hier heute Abend mit mir da, aus ganz verschiedenen Ländern. Ich werde sie bewusst nicht vorlesen, damit sie ein bisschen rätseln können und damit auch so dieses Schubladendenken, ah ja, aus dem und dem Land, dann ist das und das Vorurteil, dass man selbst versucht, sich ein bisschen zu erweitern. Sie können dann raten oder auch direkt an die Fragen stellen, woher dann das Herkunftsland ist oder das, was sie vielleicht als Heimat verstehen. Die Damen, die da sind, oder wie sie Heimat definieren. Denn dieser Abend gestaltet sich nicht nur von uns zu Ihnen, das heißt nicht nur meine Teilnehmerinnen am Podium sind dazu aufgefordert zu sprechen und aus ihren eigenen Erfahrungen zu berichten, sondern auch Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer haben das gleiche Recht, Fragen zu stellen oder Dinge, die Sie interessieren, einfach in die Runde zu werfen, genauso spontan und ein bisschen humorvoll, wie ich das tue. Keiner wird sie umbringen, ich erst recht nicht. Und auch die Damen und die Herren aus dem Publikum können dies ebenfalls tun. Und wir starten vielleicht gleich zu meiner Rechten. Was magst du ein paar Worte zu dir sagen?
Warum bist du hier? Also nicht nur hier, sondern in Deutschland hier? Ja, die Frage stelle ich auch. Das Mikro müsste eingeschaltet werden. Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Ich wollte übrigens ein Jahr bleiben und dann weiter. Aber dann ist 22 Jahre geworden. Ja, ich bin Ingenieur bei Siemens. Das sagt auch, glaube ich, warum ich für ein Jahr gekommen und 22 Jahre geblieben bin. Ich bin ursprünglich aus der Türkei, also ich habe dort Elektrotechnik studiert, bei Siemens in Istanbul angefangen zu arbeiten, da war ich hier versetzt. Schön, Sie sind schon leise, können Sie schon laut sprechen? Lauter. Okay, dann habe ich einen Niederländer kennengelernt, dann war ich kurz danach schwanger und dann bin ich einfach so hier geblieben. Und aber weiter bei Siemens gearbeitet, ziemlich. So, also ich habe ja gesagt, was ich mache, und ich habe zwei Kinder, 18 und 14 geworden letzte Woche, und ich habe noch einen ganz tollen Hund. Ich wohne in München. Genau, danke Corinna. Das war's, oder? Nein, das war es noch nicht, weil das wäre ja nichts ohne eine Frage meinerseits, während ich parallelen Menschen noch eintreten lasse. Du bist ja jetzt eine Zeit lang hier, bist mit einem Niederländer verheiratet. Nicht mehr. Was mit einem Niederländer verheiratet? Das sind so die Tücken der Moderation. Genau. Welche Kultur spürst du denn, lebst du denn, wie fühlst du dich? Oh, hier in Deutschland? Ja, oder generell, egal wo du bist, du kannst dich auch woanders so fühlen. Aber wie fühlst du dich, welcher Kultur du angehörst und welches Herz schlägt so in dir? Gott, ich habe mich auf die Frage künstliche Intelligenz und Frauen vorbereitet. Das ist eine spontan. Schwierige Frage. Also ich würde mich überall wohlfühlen, glaube ich, egal wo ich arbeite. Ich habe ganze Welt, glaube ich, gereist, gearbeitet überall, und so kulturell habe ich kein Problem. Ich habe nur ein Problem mit den Macho-Kulturen, also so patriarchalische Strukturen, und das gibt es überall, glaube ich, auf der Welt. Ich fühle mich wohl, also obwohl die Deutschen sehr patriarchalische Gesellschaft sind. Dann geht es weiter in der Runde. Vielleicht ein paar Worte ausgesprochen wird. Daneben ist Marie-Jules Mimbang. Machen wir Julia Mimbang. Okay, sagen wir Julia. Ich komme aus Kamerun. Und eigentlich, wie du auch, ich bin hier für, am Anfang gedacht, für 5 Monate als Erasmus-Studentin gekommen. Ich bin Politik, also ich bin Doktorin, Magistrale in Politik. Ruf jemand Sie an? Oder wie? Ich habe in Mailand studiert und wohne in München seit etwas mehr als 10 Jahren. Deswegen, also ich bin in Kamerun geboren, in Frankreich aufgewachsen und danach in Italien und jetzt in Deutschland, ja. Also ich fühle mich in Deutschland zu Hause, aber ich fühle mich nicht bayerisch. Und ich fühle mich eigentlich wohl hier, weil meine Kinder sind hier geboren, mein Mann ist Deutscher und ich lebe eigentlich hier. Und ich möchte nicht als die Integration, als integriert, angesehen, sondern als einfach ein Mensch. Mhm. Genau, eine Schwarzfrau, die sich hier wohlfühle. Das bin ich. Finde ich ein super Statement. Ja. Gut, starten wir gut. Ja. Dankeschön. Danke. Ich sage Italienisch, die italienische Version liegt mir viel besser. Ist es okay, wenn ich Julia dann sage? Certo, possiamo anche parlare italiano. Chiaramente, non c'è problema, ma penso che gli altri non capiranno tantissimo. Fa niente. So viel zum Einschub. Dann machen wir weiter mit Nubia. Ich bin Nubia Janet. In Kolumbien bekommt man 2 Familiennamen, deswegen heiße ich Rivera Abril. Rivera bekomme ich von meinem Papa und Abril von meiner Mama. Und jetzt habe ich auch Hilkar von meinem Mann, weil mein Mann Deutscher ist. Und ja, ich bin schon seit 24 Jahren im Ausland und fast 22 Jahre hier in Deutschland. Und ich fühle mich sehr gut hier. Genauso wie Julia auch sagte, ich fühle mich jetzt nicht mehr zur Kolumbianerin wie früher, weil wenn ich in Kolumbien bin, dann gibt es viele Sachen, die ich jetzt nicht so gut verstehe. Und weil ich so viele Jahre schon weg bin, da ist es alles anders.
Ich fühle mich natürlich in meinem Herz Kolumbianerin. Und in Deutschland bin ich auch irgendwie Deutsch, eingedeutsch. So, eine Kolumbianerin, die eingedeutsch ist. Aber wie Julia sagt, ich habe auch in Ägypten gelebt, ein Jahr in Chile, 3 Jahre. Und deswegen glaube ich bin ein Mensch der Welt. Ich fühle mich über alles sehr gut. Und in Deutschland bin ich sehr glücklich, sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in so ein schönes Land leben kann und darf. Meine Kinder, meine beiden Kinder sind auch hier geboren. Und eigentlich denke ich, ich habe viel von diesem Land bekommen. Und ich habe auch hier viel gegeben. Von meiner Kultur, von meiner Fröhlichkeit, von meiner Musik, von meinen Tanzen, von meinem alles, was ich bin, habe ich auch hier gegeben. Und gebe ich jeden Tag und versuche ich wirklich zurückzugeben, was ich bekomme. Und ja, eigentlich, ich bin ganz glücklich, hier zu sein. Und jetzt in Frau Kunstpolitik haben wir meine Tochter, die 15 Jahre alt ist. Sie ist Schülerpraktikantin hier und da fühle ich mich super gut, weil es ist doch diese Integration, die, wenn man das so nennen dürfte, aber es ist wirklich diese zwei Kulturen, die sie zusammenkommen, in die solche Kinder aus der Welt bringen, die zwei Kulturen total an sich haben und die diese besondere Kulturmischung ganz besonders an Menschen ist. Und deswegen, weil man kann nicht sagen, dass meine Kinder Kolumbianer sind oder Deutsche sind, die sind beides, gleichzeitig. Und das ist sehr schön. Danke. Vielen Dank, Julia. Wieder der Hinweis, wir sind erstmal alle Menschen und Weltmenschen und das ist das Wichtigste. Und wir freuen uns natürlich über den Nachwuchs, der da ist, bei Frau Kunstpolitik dann auch die jüngere Generation mitgenommen wird. Genau, Luna ist 15, schön, dass du da bist. Lieber, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Zu mir selbst, also mein Name richtig ausgesprochen ist Kauthar Tebe auf Arabisch. Das kann keiner hier fast aussprechen. Und ich bin nach Deutschland gekommen in den 80er Jahren zum Studieren und bin wegen der Liebe geblieben. Das war aber auch nicht geplant, das kam einfach so. Ich habe Informatik studiert, ich arbeite auch immer noch in der Branche. Ich bin aber literarisch nebenbei tätig. Und ja, zu der Frage, warum man hier ist, das weiß nur der Gott, warum man da ist. Diese Frage kann man nie, eigentlich auch wenn man meint, man hat es für sich beantwortet. Tja, als junger Mensch in die Welt gegangen, neugierig, studiert und man weiß nicht, was für Möglichkeiten da auf einen warten und wie sich die Wege da weiter ergeben werden. Ich fühle mich so als Mensch dieser Welt. Von Anfang an war so eine fast angeborene Offenheit bei mir. Ich frage mich auch, warum. Werde ich auch nie beantworten können. Ich bin gerne hier und ich spüre, dass mein Kern ist, ja, tunesisch geblieben und dann kamen diese Schichten dazu mit der Zeit, die deutsche Schicht ist auch mittlerweile ganz fest. Gerne. Dankeschön, Katha. Ich fand es einfach toll, ich gebe hier Reaktionen von Freude, dass wir sie hören für die Menschen, die hier sind und die anderen können sich dann sehr über mich amüsieren, auch wenn ich die Namen falsch ausspreche, aber ich finde es dann toll, wenn die dann sagen, eigentlich heißt ich so und so, aber in Deutschland kann das keiner aussprechen. Genauso mein Name, da reihe ich mich hinten dran. Leider Gottes ist Selen ein Spurenelement in Deutschland der 6. Hauptgruppe. Allerdings ist es ein lebenswichtiges Spurenelement und es gab so eine Werbung bei einer Apotheke, Selen ist lebenswichtig. Und das hat sich dann mein Vater in sein Büro aufgehängt und fand ich natürlich auch toll, weil ursprünglich der Name richtig ausgesprochen ist, Celan, also wie Celine im Französischen vielleicht, aber es ist Celan, das ist ein sehr weicher Name. Und in Deutschland macht man natürlich ein Z daraus und ein Spurenelement, daher kenne ich das sehr gut, was mit den Namen passiert. So viel als Einschub, wie man mit Namen umgeht oder mit Fremdländischen.
Nas hat vorhin schon angesprochen, sie hat sich eigentlich auf eine ganz andere Frage vorbereitet gehabt, und zwar die der künstlichen Intelligenz. Und bevor ich jetzt das Wort an Sie gebe, weil es interessiert mich, wie sie sich da vorbereitet hat, geht es bei uns heute Abend auch darum, dass letztendlich die Migrantinnen, die hier sind, ein großes Potenzial bieten und auch dafür sorgen, dass das Sozialsystem hier in Deutschland nicht ausgebeutet wird, wie man vermeintlich so aus den Vorurteilen heraus ablesen könnte, sondern dass sämtliche Damen, die heute Abend hier sind, und nicht nur die, die hier sind, wir sind ja nur ein Abbild, ein Vorbild, eine Repräsentanz für ganz, ganz viele Tausende, Millionen von anderen Frauen, die heute Abend nicht hierbei sein können, würde auch Herr Gründel einfach aus hygienischen und abstandsmäßigen Gründen nicht erlauben. Also bieten die Frauen kulturell, ökonomisch, politisch, leisten sie einen ganz, ganz immensen hohen Beitrag zu der Entwicklung Deutschlands und einen sehr, sehr wichtigen. Und das mag man vielleicht auf den ersten Blick so gar nicht sehen oder auch gar nicht sehen wollen oder wahrnehmen wollen, aber es ist de facto so. Und daher jetzt die Überleitung von mir zu Nas. Wie hast du dich denn auf die künstliche Intelligenz vorbereitet? Warum? Und welchen Beitrag gibst du da? Ich möchte bis zu dem Thema KI ein paar Beobachtungen hier wiedergeben. Ich bin ja aus der Türkei, habe ich erwähnt. Vor 22 Jahren bin ich hierhin gekommen als junger Ingenieur. Der erste Schock war, dass die Frauen hier unqualifizierte Jobs machen, also keine im technischen Bereich zum Beispiel. Und die Kollegen oder die Chefs waren, und bis jetzt glaube ich immer noch, nur Männer, mit denen ich zu tun habe. Das hat mich gewundert, weil ich dachte, Deutschland ist von der Gesellschaft eine emanzipierte Gesellschaft. Und die Frauen und Männer sind gleich. Besser als in der Türkei. Aber in Praxis war doch anders. Also das war erst der Kulturschock für mich. In anderer Richtung. Zweite, bin ich in diesen 22 Jahren, vor allem in den letzten 10 Jahren, wo ich mich als Aktivistin bezeichnen kann für diese Women in Tech, also Frauen für die technischen Jobs bezeichnen kann. Ich sehe, also 90% der Frauen, die also im Front sind, vorne stehen und was bewegen wollen, die sind nicht Deutschen. Also das ist auch meine erste These bestätigt. Und es gibt natürlich so ca. 10% deutsche Ingenieure oder technische Frauen. Die sind aber nicht aktiv, also die haben sie irgendwie gut hingekriegt, wie sagt man, ich weiß nicht. Die haben den Status quo so akzeptiert, glaube ich, da machen sie nicht viel. Das ist die zweite Beobachtung. Dritte Beobachtung, was mich sehr lange gewundert hat, ich habe auch nebenbei als Hobby Politikwissenschaft studiert und so soziale Struktur von Bundesrepublik Deutschland und Verfassung und alles Mögliche da so ein bisschen geschnuppert. Ich habe es festgestellt, oder das war ja bekannt, die Deutschen haben sehr niedrige Geburtenrate. Also ich denke nach Japan oder Spanien, wir sind die dritte, 1,4 oder sowas für gebärenfähige Frauen. Und dann habe ich geschaut, die können auch keine Karriere machen. Das heißt, die Frauen machen auch keine Karriere. Und habe ich gesagt, die können auch keine Kinder. Ich meine, was ist los mit Männern? Und wirklich, also im Berufsleben sind die Frauen nicht vertreten und sie machen auch keine Kinder. Also die Geburtenrate ist nicht so. Das würde nicht so sehen, aber naja. So waren die Beobachtungen. Doch vor 10 Jahren, als ich hatte bei meinem Siemens-Job ein bisschen Langeweile von der inhaltlichen Seite, dann habe ich geschaut, wie könnte man die Status quo in technischen Berufen ändern für die Frauen, für die Gendergerechtigkeit. Da habe ich mich vernetzt und ich habe ein Sabbatical genommen mit Amerikanern, Engländern, alles so. Wo lagen die Probleme? Warum haben wir so wenige Frauen in technischen Berufen weltweit, nicht nur in Deutschland? Also wie gesagt, da habe ich schon ein Buch geschrieben, das ist noch zum Veröffentlichen. Aber was mich dann zum KI gebracht hat, das waren alle diese Erkenntnisse, die ich in diesen 10 Jahren gesammelt hatte. Und KI war meine Lieblingstechnologie, was ich als Mensch sehr interessant finde, angefangen habe zu lernen, mich weiterzubilden. Dann habe ich festgestellt, KI ist ein technischer Bereich, wo die Frauen einfach lernen können und die sind sogar besser geeignet als die Männer, die KI-Jobs, also künstliche Intelligenz. Und dann habe ich mit ein paar anderen verrückten Frauen diese Akademie gegründet,
künstliche Intelligenz für Frauen heißt das, in Berlin, aber das ist eine Online-Akademie. Und vor circa ein Jahr, also Ende Juli, haben wir gestartet. Und bis jetzt haben wir circa 100 Frauen, also mit ganz geringen Kapazitäten, KI-Experten weitergebildet. Wir sind weltweit, also aus Deutschland. Und deswegen sitze ich heute da, haben Sie eingeladen, aus diesem Grund. Und was ich dann als Erfolg oder das meine größte Motivation geben kann, diese Frauen waren keine technischen Frauen, die sind meistens die Wiedereinsteiger. Ne? Das war unsere Hauptzielgruppe, worauf ich mich spezialisiert habe, weil die Frauen, die etwas studiert haben und Karrierebreak machen, und die schaffen nicht einfach den Anschluss wieder zur Karrierewelt. Und genau deren Probleme haben wir studiert und die Lösungen so entwickelt, dass diese Frauen bei uns KI lernen können. Also von diesen 100 Frauen, muss ich sagen, ca. 50 waren aus Amerika. Also die europäischen Frauen, insbesondere deutsche Frauen, sind leider immer noch sehr zurückhaltend, aber gleichzeitig, wie soll ich sagen, die fühlen sich komfortabel, glaube ich, in ihren Painful-Komfortzonen, wie ich nenne. Genau, also über KI und Frauen, wie kann man alles lernen, da kann ich viel erzählen, glaube ich. Aber ich kann nur drei Dinge sagen, für KI wirklich, meine Mission ist, mehr Frauen für KI zu begeistern, zu bewegen. Warum? Vielleicht ist es wichtig, weil KI, wir sind als Objekt oder Subjekt alle betroffen. Also das ist kein Männerthema und die Lösungen, die KI uns anbietet oder wir die akzeptieren müssen, die müssen wir alle. Also wenn man eine App herunterlädt oder eine Amazon-Dings nutzt oder zum Krankenhaus geht, wo überall gibt es KI in den Lösungen. Und wenn wir in der Entwicklung nicht mitmachen, wir müssen mit dem Schrott leben, was die anderen für uns dann entwickeln. Deswegen müssen wir mitmachen, die Entwicklung. Und zweitens, Frauen können das wirklich gut. Also da bin ich 100% sicher, weil für KI-Berufe braucht man gesunden Menschenverstand. Das ist wirklich. Und Neugier, also Curiosity, unbedingt. Und die dritte ist Kommunikation. Also wer kann besser als die Frauen? Mhm. Genau. Und die sind auch super bezahlt übrigens. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Lars, für diese Ausführungen. Das heißt, also es ist nicht nur so die Schwierigkeit, man ist Migrantin, sondern wie wir auch so ein bisschen rausgehört haben, ah ja, man ist Frau und wenn man dann im technischen Job ist, ist man dann nochmal die Ausnahme oder die Exotin, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, wenn dann besonders Frauen wie Nas sich hinstellen und sagen, es ist nicht unmöglich, es ist auch gar nicht schwierig. Und schaut mal, ich baue euch eine Brücke, schnuppert rein, befasst euch damit, ihr seid im Alltag da vertraut oder ihr lebt damit. Also schaut, dass ihr es mitentwickelt, sonst habt ihr vielleicht mit den Konsequenzen zu leben. Es gibt so bestimmte Produkte, die, wenn ich sie benutze, dann immer so sage, wenn sie nicht funktionieren, hat bestimmt ein Mann entwickelt, ja. Und wusste nicht, wie es geht, wobei wir natürlich ja heute Abend nicht gegen Männer sind, darum geht es gar nicht. Nicht, dass es dann heißt, oh, die Zelle ist total männerfeindlich, in erster Linie mein Ehemann wird dann wahrscheinlich das sagen. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach um eine Handhabbarkeit, also um ein Benutzen können. Und wenn es vor allem Gegenstände sind, mit denen ja auch Frauen im Alltag zu tun haben, dann sollten sie auch mitbestimmen können, mitentwickeln können, wie das Ganze aussehen soll. Also daher ist es umso wichtiger. Und ich denke, je früher man anfängt, also auch der Blick zur nächsten Generation, die Luna, vielleicht mal zu sagen, die Mädchen früher für technische Themen, Berufe zu begeistern, warum nicht? Es ist meist auch ein Vorurteil oder ein Nicht-Ausprobieren und neugierig zu sein und sich das einfach mal anzuschauen, das ist immer wert. So, das war die lange Überleitung meinerseits. Bevor ich dann weitergebe an die nächste Dame bei uns in der Runde, die uns dann erzählt, was ist denn ihr Potenzial, was sie denn zur Entwicklung beiträgt. Ich bin die gleiche Meinung wie Nas. Nas. Weil ich habe auch vor 4 Jahren im IT-Bereich gearbeitet, in Intelligence Artificial, aber ich war dann in mehr Kommunikation. Genau. Aber habe ich viel gelernt, wie man zum Beispiel die Checkbox
wie man kann das, wie die Entwicklung ist, wie funktioniert ein bisschen ein Chatbot und so weiter. Und wie du sagst, die Großschwierigkeiten in diesem Bereich sind klar, wir waren 3 Frauen und alle anderen waren nur Männer. Ja, alle Kollegen waren nur Männer und das war nicht einfach auf jeden Fall, sich zu, also ob ich kann so sagen, zu integrieren. Ich grätsche mal dazwischen für die Menschen, die technisch nicht ausgebildet sind, ich gehöre mit dazu. Was ist denn ein Checkboard? Chatbot. Was ist ein Chatbot? Ein Chatbot ist Chatbot, wenn man eine App öffnet. Moment, Mikro. Kannst du erklären? Ja. Ich meine, Chatbots, die haben wir heutzutage überall. Wenn wir irgendwo uns anmelden, da kommt ja immer so ein Chatbox rein und dann eben möchte Customer Care für uns machen. Also einfach erklärt ist einfach, wenn man zum Beispiel bei Google ein Restaurant suche, gibst du oder sprichst du Google, such mir Restaurant X da und du bekommst ab sofort die Ergebnisse. Das ist ein Chatbot. Oder einfach erklärt oder Alexa von Amazon. Das ist ein Chatbot. Und diese Stimme, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, Arbeit dahinter. Weil man, also es gibt alle mathematische, ist wirklich wie ein Baum, wo man alle baut und so weiter. Also ich habe Politikwissenschaft studiert, aber ich habe auch hier in Deutschland solche Erfahrungen gesammelt, was ich eigentlich sehr positiv finde. Genau, was war noch die Frage? Also, ich bin leider. Darf ich dazu, also zu den beiden Damen, die ich sie eingeladen habe? Ich habe alle diese Projekte eben halt, die Autorin und so. Corinna, die rennt nicht zur Kamera, man sieht dich nicht. Dass die Julia sagt, was war die Frage? Es ist eine Multitalentierte, wie die meisten Frauen. Wir sitzen hier, hier sitzt auch Maureen, die ja auch nächsten Mia Sandar-Podiumsdiskussion vertreten sein wird, auch eine Multitalentierte wie die Tochter auch, die hier sind heute. Und weil eben Julie, also es ist ja nicht nur in dem Bereich so, dass sie immer halt einige Sachen erklären kann, dass ich nicht kann, sondern auch in der Politik, sondern auch im Kulturbereich, auch Frauenthemen und versucht auch viel zu lernen mit Ekofeminismus und so. Und Nas, ebenso habe ich sie so kennen, sehr versatil in vielen Bereichen, eben halt als Mutter. Und ich bin sehr stolz und dankbar, dass ich das machen darf und solche Frauen präsentieren kann. Auch in Selene ist es ja nicht nur in der Moderation so eine versierte Frau, sondern in anderen Bereichen auch. Oder Janet auch in verschiedenen Bereichen eben. Und im Laufe der Jahre habe ich so viele Frauen, Migrantinnen, Migranten oder die, wie sie mir sagen, bin ich eine Migrantin? Ich habe noch nie woanders gelebt, als ich in Deutschland. Ist Malaika eine Migrantin? Nur weil ihre Mutter woanders geboren ist. Aber sie ist hier, sie hat ja nirgendwo anders eben halt 40 oder andere Frauen. Wie nennt man solche Frauen? Das sind die Diskussionen, die wir führen. Auch das ist ein getürmter Migrant. Ich habe nicht gehört, was Sie gesagt haben. Fake-Migrant. Und aus diesem Grund finde ich, solche Abenden, solchen für mich Events eine totale Bereicherung. Es ist sehr, sehr anstrengend, solche Arbeiten zu machen, ehrenamtlich noch dazu. Aber es ist sehr bereichend zu lernen. Und von so vielen Frauen so eine Vielfalt, dass eben halt zur Diskussion gestellt wird und dass ich meine, mein größtes Anliegen ist, das anzuerkennen. Diese Leistung in allen Bereichen und diese Vielfalt, vor allem eben von Nas jetzt ihre eigentlich die Darstellung. Ne? Also ich wollte sie davor widersprechen, weil es wirklich dann auch in vielen anderen Bereichen nicht KI-Frauen vertreten sind, in der oberen Etage auch CEO oder in Chefetagen, aber die sind in allen prekären Verhältnissen vertreten, die Migranten vor allem, ob in der Gasse ist, im Krankenhaus, in Altenheimen, teilweise sprechen die Sprache nur ja, rudimentär. Und da sehen wir,
wie die ökonomischen Verhältnisse, wie das politische System oder in der Prostitution die Mehrheit sind, Migranten. Von daher im KI bei dir nicht, aber woanders sind die Frauen und Migranten überwiegend vertreten. Ich übergebe an die Moderatorin. Dann müssen wir die zu uns bringen. Was magst du gleich ergänzen? Ich habe gedacht, Nas möchte gleich dazu. Nee, ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, dass es wirklich auch so durch den KI natürlich eine, viele von diesen repetitive tasks, sogenannte, also prekäre Jobs, werden ja übernommen in 5 bis 10 Jahren. Und Ziel ist wirklich, oder die Intention, oder vielleicht weiß ich nicht, muss das sein, diese underqualified women, also die weiterzubilden, dass sie auch besser bezahlten, besser qualifizierten Jobs machen können und dürfen. Ich denke, können sie alles, sie brauchen nur die Möglichkeit dazu. Genau, vielen Dank. Dankeschön. Nubia lächelt schon in die Kamera hinein. Dann gebe ich das Wort gleich mal weiter. Nubia, was ist denn das Potenzial, wo du sagen würdest, als Frau, als Migrantin in einem Bereich, wo es Bedarf gibt in Deutschland, leistest du diesen oder kannst diesen leisten oder stehst dafür ein? Ja, so, ich bin Tänzerin, ich habe Tanz und Theater in meinem Land studiert. Und seit dem Anfang meiner Zeit in Deutschland habe ich als Tanzlehrerin gearbeitet und Tänzerin. Und ich glaube, da war wirklich eine Zeit, wo ich wirklich diese Fröhlichkeit von uns, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meine Kurse geben könnte. Und ich glaube, das braucht wirklich Deutschland. Das ist wirklich etwas, was Deutschland braucht. Und das ist diese Leichtigkeit des Lebens. Weil in Deutschland hat man wirklich viele positive Sachen. Ökonomische Situation allgemein ist ziemlich gut im Vergleich zu vielen Latino-Ländern und zu vielen Dritte Welt-Ländern, kann man das so sagen. Und ich glaube, diese Leichtigkeit des Lebens ist etwas, was man einstecken kann. Und das habe ich immer in meinen Kursen immer gemacht. Mit der Musik, ich habe die Texte von Lieder übersetzt, ich habe die Schritte einfach gezeigt, einfach gemacht, damit alle das lernen können, damit alle im Leben tanzen können. Und ich glaube, das ist ein Teil, was ich hier in Deutschland als Investition sehe, so wirklich meine Investition in diesem Land ist wirklich das, meine Art, das Leben zu sehen. Gut, und die andere Seite ist, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, diese bikulturelle Kinder auf diesem Land einfach zu bringen. Weil ich finde, die haben die perfekte Mischung von beiden Kulturen. Von dieser Latino-Kultur, Latino-Mentalität, diese Leichtigkeit des Lebens und auch diese positiven Seiten, die ich in Deutschland gut finde. Diese sehr organisiert zu sein, diese respektvoll von anderen, von der Umwelt und alles. Und ich finde, die Kinder haben diese besondere Art, das Leben zu sehen, die einfach von diesen beiden Kulturen kommt. Und ich glaube, das ist, was ich sehr schätze von meiner Seite hier in Deutschland. Dankeschön, Nubia. Ja, Stichwort Leichtigkeit habe ich jetzt ein bisschen im Hintergrund mit Malaika abgesprochen, dass wir auch ein bisschen musikalische Leichtigkeit in den Abend hineinbringen, als Abwechslung zu den Gesprächsbeiträgen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Malaika.
subway with me, please. Come and ride the subway with me, please. Ich wiederhole, was die Corinna rechts gesagt hat. Wunderschön, Malaika, wirklich wunderschön. Sie hatte nur das Mikro nicht an, das ist die, aber wiederholen wir jetzt, indem ich das sage. Wirklich, also ein Herzensapplaus, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie sehr man das über Zoom mitbekommt, aber hier ist die Atmosphäre ganz, ganz magisch. Ist ganz toll. Vielen Dank, Malaika. Gerne. Ja, Malaika, das Kleid, was du anhast, ja, hat das eine Besonderheit, eine Bedeutung, weil der Stoff ist sehr, sehr außergewöhnlich. Dankeschön. Das Kleid hat meine Mutter entworfen. Sie hat nämlich ihre eigene Modemarke, Demela. The Mellas Creations. Meine Mutter ist die Maureen Lehmer und sie macht die Klamotten. Mhm. Und die gibt es auch zu kaufen. Die gibt es zum Bestaunen, zum Anschauen, zum Lieben. Kauta, die Damen hier haben berichtet über das Potenzial, was sie hier in Deutschland eben auch durch ihre Andersartigkeit, durch den technischen Beruf. Du hast auch ein bisschen einen technischen Background, wie ich mitbekommen habe. Was ist denn deine Sicht, dein Aspekt zu dem Ganzen? Und du hast natürlich jetzt noch das Literarische mit dabei. Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Hält sich das die Waagschale oder kann die Frau alles? Für mich persönlich war Literatur schon immer sehr wichtig und es hat sich aber mehr oder weniger so zufällig ergeben, dass ich ein technisches Studium machte, weil bei uns heißt es und hieß es damals, die Zukunft gehört den technischen Berufen. Und das war ja undenkbar, wenn man Kapazitäten hatte in Mathe und Physik, dass man doch was Literarisches studiert oder so, oder Geisteswissenschaftliche. Das ist bei mir so geblieben in meinem Inneren, das war mir wichtig, dass ich mich selbst nicht verliere in dieses Technische, obwohl meine Leidenschaft ist es nie geworden, aber ich habe mich damit irgendwie arrangiert. Zum Potenzial, was ich jetzt gehört habe in der Runde mit den Frauen und ich bin ja, mich hat immer der Mensch interessiert, also natürlich, ob Frauen oder Männer, klar, leiden meistens auf der Welt die Frauen, wenn wir in bestimmte Richtungen schauen, mehr unter dem Patriarchen, aber ich sehe auch die Männer teilweise selber als Opfer des Systems und die Machtverteilung und die Teilhabe ist immer noch sehr weit davon entfernt von dem, was wir für uns Menschen wünschen. Da sieht man auch Beispiel, wie selbst wenn einer hier geboren ist, wenn er nicht zu der 10% Oberschicht gehört, auch wenn er oder sie super studiert, die Chancen in die höheren Etagen, die sind nach wie vor begrenzt, die werden fast verehrt im Grunde. Und ich denke ja, ich kämpfe für die Frauen, weil sie auch Menschen sind und weil der Mensch, für mich steht der Mensch im Vordergrund. Dankeschön, Kauta. Julia würde gerne kurz dazu ergänzen. Julia? Ja, genau. Das war, wie du sagst, Kauta. Okay. Jetzt. Mhm. Ja, das war Kauta auch mein Ambition, mein Schock hier, weil als ich hier kam, ich habe einen Sprachkurs gelernt, dass alle haben die gleiche Chance, ja. Aber nach und nach, wenn man hier, also das stimmt überhaupt nicht eigentlich, weil die Herausforderungen als Migrantinnen sind wirklich ganz anders, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Und wenn du das so sagst, sag das. Ja, also für mich war so, ich merke, dass dieses Chancengleichprinzip ist einfach nur ein Fake, weil also Migrantenkinder hier haben sehr viele Schwierigkeiten. Deswegen habe ich mich zum Beispiel also als Politikerin vorletzt in 2019 für die Stadtrat kandidiert
weil für mich war undenkbar, dass meine Kinder haben nicht die gleiche Chance wie alle anderen Kinder oder wie deutsche Kinder. Also ist traurig sozusagen, aber das ist die Wahrheit. Ja, stimmt. Leider. Und das ist mein Kampf weiter, weil ich denke, jedes Kind muss eine Chance haben. Weil jeder, wie sagt man, kommt mit einem Potenzial und dieses Potenzial muss weiterentwickelt werden. Das ist mein Kampf und ich werde weiterkämpfen. Danke. Kauter nochmal, genau, Kauter ist nochmal dran. Kauter, magst du kurz ergänzen? Ja, gerne, ja. Hallo? Ja, also ich muss jetzt auch etwas sagen. Und zwar, ich bin seit den 80ern hier. Es hat sich schon sehr viel getan. Man muss auch das anerkennen, dass die Migranten werden sichtbarer. Das ist vor 30 Jahren war alles andere als heute. Also die Arbeit lohnt sich. Man muss auch weitermachen und nicht nur das sehen, wie es im Moment ist, was fehlt. Es ist für die erste Generation der Einwanderer, der Gastarbeiter, war es ganz anders. Also die zweite Generation hat schon jetzt, Gott sei Dank, schon wird anerkannt. Aber von Chancengleichheiten, das ist ein trügerisches Wort. Das gilt für alle eigentlich. Wenn du nicht von hier kommst, wenn du nicht schon in eine reiche Schicht eingeboren bist, hast du andere Karten. Das ist eine Tatsache. Das war's. Dankeschön für die Ergänzung. Julia hat hier sich gemeldet gehabt. Julia, du hast das Wort. Ja, also Kauter, ich denke, also wir leben jetzt in einer globalen Welt. Und ja, stimmt, dass es wird schon gemacht, aber leider für mich ist noch nicht genug. Es muss noch mehr gemacht werden. So, grüß Gott, guten Tag. Nein, grüß Gott, ich liebe die Göttin natürlich. Ich bin seit fast 40 Jahren Radikalfeministin und immer wieder aktiv. Ich heiße, ja, mein Kunstname ist Miriam. Maria, mein Kunstname. Okay. So, und ich wollte gerne hinzufügen, es gibt ja Erben und leider in Deutschland sehr schwierig mit den Erben unserer Frauengeschichte. Es ist ja uralt bekannt, der deutsche Mädchen hat immer geschlafen in die 50er, 60er Jahre. Und das, versteht sie mich, wenn ich bayerisch rede? Okay. Das heißt, der deutsche Michel war die Schlafmütze mit der Schlafmütze auf dem Kopf. Das war für uns als Kinder das Vorbild. Ja? Also so ungefähr. Und wie gesagt, ich bin streng katholisch aufgewachsen, alles ganz fürchterlich, und bin aber da herausgewachsen. Und ich möchte gern erzählen, war linksradikal tätig in der Jugend, verstärkt in der Friedensarbeit tätig. Und und wollte sagen zu den Erbinnen, zur künstlichen Intelligenz. In den 70er, 80er Jahren hat Frau Erika Wisseling, eine journalistische Philosophin, geschrieben, Frauen denken anders. Das ist ein ganz dünnes Büchlein. Ich empfehle es heute noch, jeder jungen, aktiven Feministin oder Frau. Es ist lesenswert heute noch, denn es steht natürlich nicht darin, Männer sind blöd, sondern wie wir Frauen denken. Wir denken an die Folgen, wir denken voraus und wir sind spiralig tätig. Das ist zum Beispiel eine Quintessenz dieses Buches. Also ich kann es heute empfehlen, es ist wirklich lesenswert immer noch und es gibt es glaube ich noch. Erika Wisseling. Okay, Gloria Quadras ist mein Name, ich bin auch eine Migrantin. Vor 30 Jahren bin ich von Peru nach Deutschland gekommen und ich finde es sehr gut, die Arbeit, die ihr macht. Für mich ist es eher ein Lob an euch und nicht nur eine Frage, weil das Empowerment uns Frauen, auch unsere Leben hier in Deutschland auch weiterzumachen und um kurz zu machen. Vor 3 Jahren habe ich auch wieder studiert und bin ich jetzt Diätassistentin geworden. Und zusammen mit meiner Tochter haben wir eine Mundo Sano gegründet. Das ist eine Praxis mit Ernährungsberatung, mit einem Café, wo wir auch kulturelles, interkulturelle Sachen haben. Wir haben auch verschiedene Produkte und ich koche auch peruanisch. Und die Idee ist einfach Integration. Ja, die Idee ist, dass wir uns zusammen Frauen stärken. Und unsere Laden ist in die Frauenstraße Funzen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das muss ich machen. Nee. Und klar haben wir Angst und denken wir, ich weiß es nicht, ob ich das schaffe als ausländische Frau, ob die Ärzte mir Patienten schicken werden, ob ich auch hier anerkannt werde, obwohl ich hier studiert habe.
Ich muss es sagen, es ist das Jahr 2021, einfach ist es nicht. Muss man sich noch kämpfen und sieht man schon, ich bin Peruanerin, bin ich eine stolz Peruanerin, liebe ich hier in Deutschland zu sein und liebe ich integriert zu sein, desto trotzdem die Integration ist immer noch nicht einfach. Und bedanke ich mich hier an Dr. Corina Toledo und den ganzen Clan, dass er weiter so arbeitet und so gut wie ich es kann, unterstütze ich das. Und by the way, meine Tochter hat Politik, Soziologie und Wirtschaft studiert und hat sie auch, ist hier in Deutschland geboren und musste sie ungefähr 8 Jahre kämpfen, um die deutsche Staats- und Bürgerschaft zu haben, damit sie wählen kann. Gut, dann danke schön. Hallo, ich bin Luna Sophia, ich bin die Tochter von einer der Podiumsdiskussionen, Frauen, die hier vorhin sitzen. Ich wollte nur sagen, weil ich sozusagen eine andere Generation bin als jetzt alle hier, wie ich es sozusagen sehe. Und zwar, natürlich sieht man in der kleinen Zeitspanne keinen großen Unterschied. Aber zum Beispiel in der Schule hatten wir gerade das Thema Napoleon Bonaparte und da waren natürlich die ganzen Demonstrationen und Revolutionen. Und es war immer um das Recht, jetzt um die Demokratie, um das Recht mitzuwählen. Und am Anfang durften Frauen überhaupt nicht wählen. Sie durften nichts sagen, sie waren einfach sozusagen im Haushalt und durften nichts machen. Und man merkt schon, im Laufe der Zeit haben Frauen immer mehr Rechte. Und das dank den kleinen Personen oder jede Feministin, jede Person, die sich dafür sozusagen einstellt, jetzt zu helfen, was dazu zu sagen, zur Politik und so, dass Frauen mehr Rechte kriegen, aber nicht unbedingt, also jetzt besser als Männer sind, also schon gleich wie Männer sein sollen. Also ich denke, manche übertreiben ein bisschen meistens. Ich finde schon, manche denken, okay, jetzt müssen Frauen viel besser sein. Und ich denke, man sollte die gleichen Rechte haben wie Männer. Und das ist auf keinen Fall, es ist noch nicht da. Es ist noch nicht da, also es fehlt bestimmt noch sehr lange, bis Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer. Man sieht es überall, in der Arbeit, in der Politik, überall, dass Frauen einfach, zum Beispiel, sie arbeiten das Gleiche, sie haben die gleiche, machen das Gleiche, vielleicht arbeiten sie sogar mehr, kriegen aber definitiv weniger Geld, als sie eigentlich kriegen sollten. Aber ich denke schon, dass vor allem in meiner Generation, ich habe viele Freundinnen, die sich bei so Feministinnen sozusagen wie Feministinnen verhalten. Sie machen viel jetzt so sozial, sag ich mal, auf Insta und so, wird ja jetzt viel gemacht. Und ich denke schon, dass sich, wenn man das so im Allgemeinen sieht, groß, in der großen Zeitspanne, langsam was verändert. Und ich denke schon, man könnte was erreichen, wenn immer mehr sich trauen, was zu sagen. Und nicht denken, oh, ich bin aber nur eine kleine Person, die in einer großen Welt was sagt. Nein, ihr seid eine, die was dazu mitteilt, die dazu macht, dass immer mehr sprechen. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist zu sagen. Und ja. Ja, super, toll. Ja, danke. Dass wir wunderbare junge Frauen nachgeschickt bekommen, die durchaus auf ihre Art und Weise, egal in welcher künstlerischen Form, auch durch Tanz, Musik, Gesang, sowohl ihrem Sein Ausdruck verleihen, wie auch vielleicht auch zusätzlich politisch bestimmte Dinge versuchen zu bewegen und zu verändern. Ja, wie gesagt, also was Sie gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Ich freue mich total, dass die jungen Frauen auch in der einen oder anderen Form sich dann auch betätigen. Luna eben bei uns, sie beim Singen und ihren Lieder schreiben. Und ich wollte mich auch ganz gerne, weiß ich nicht, ob er uns hört, der einzige Mann, den wir hier haben, Michael Hilka, ob er was sagen möchte. Ja, also ich hatte angefangen zu erzählen, dass ich ja 3 Frauen zu Hause habe. Davon sind 2 in dem Raum im Moment. Und dass ich Frauen allgemein also super respektiere und ich arbeite als Wissenschaftler. Und wir haben in der Wissenschaft, wie schon da durchgekommen ist, das Problem, dass da es nicht viele Frauen gibt, gerade in der Physik, in der Astrophysik, wo ich arbeite. Aber ich arbeite aktiv in Programmen, wo gerade junge Wissenschaftlerinnen dazu ermutigt werden, diese Studiengänge zu studieren,
Wir versuchen bei der Auswahl von Studenten, und das haben wir mittlerweile schon geschafft, ein 50-50% zu haben von Astrophysikerinnen und Astrophysikern bei uns im Institut. Das klappt in den jungen Jahren sehr gut, aber leider ist es immer noch so, dass bei den Führungspositionen der Wissenschaft dann meistens die Männer dominieren, bis jetzt. Und dass es vielleicht noch eine Generation braucht, bis wir auch da ein gewisses Gleichgewicht gefunden haben. Aber das ist sehr bewusst jetzt, auch gerade da, wo ich arbeite, dass das ein Problem ist, dass wir versuchen müssen, mehr Frauen in die wissenschaftliche Position, in die höhere Position zu bringen. Und daran arbeiten wir, ich persönlich auch. Vielen Dank. Weil das ist heute nicht die letzte Podiumsdiskussion, es wird noch eine weitere geben am 16. Juli, eine Folgeversion dazu, und dazwischen gibt es noch einen Workshop von Migranten in der Politik. Das wäre vielleicht auch interessant für die Frage aus dem Publikum. Vielleicht taucht es auch dort auf, wie kommen wir an Nachwuchs, wie kommen wir an Personen mit Migrationsvordergrund und Hintergrund. Und diese Veranstaltung ist am 9. Juli, eine Welthaus. Aber generell findet ihr alle Informationen dazu, wenn ihr auf Google geht. Wir sind in den sozialen Medien vertreten, Frau Kunst Politik, da findet ihr auch das komplette Programm. Und bei dieser Gelegenheit würde ich auch gerne offiziell Dankeschön sagen an die Personen oder an die Institutionen, die diesen Abend heute möglich gemacht haben, und generell die Veranstaltungsreihe. Das ist natürlich von der Landeshauptstadt München, das Sozialreferat, das Kulturreferat, House of Resources und natürlich der Migrationsbeirat der Landeshauptstadt München. Ich sehe in der Kamera Corinna nicken, das heißt, ich habe nichts Falsches gesagt und auch hoffentlich niemanden vergessen. Aber mein ganz, ganz großes Dankeschön geht vor allem an die Personen, nicht nur vor der Kamera, ich sage jetzt mal Kamera, also für den Zoom-Raum, die anderen sehen mich, sondern vor allem hinter der Kamera, die Technik, nicht nur unser Hausherr, Herr Gründel, der wunderbar uns diesen Abend hier ermöglicht hat, sondern viele kleine Helferinnen und Helfer, die ich hier namentlich nicht aufzählen kann oder möchte, die ihr seht und die ihr nicht seht, die jedes irgendwie einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, damit wir diese große Arbeit machen können, die wir versuchen tagtäglich zu tun. Ein ganz, ganz großes Dankeschön, einen guten Applaus. Jetzt kommt der Ausdruck von Malaika, und zwar musikalisch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich will etwas sagen. Eine Wortmeldung von Anubia von links. Moment, also von meiner linken Seite. Bevor Malaika uns mit der schönen Stimme hier ganz glücklich macht, ich wollte mich bedanken bei den Personen, die hier im Publikum sitzen, bei diesem Wetter mit den Mundschutz und alle, diese ganze Zeit, wirklich Dankeschön. Vielen Dank, Julia. Dann, Malaika, genießt es. If a man dies through a tree, is it something someone should have seen coming? Was it karma, was the tree hurt? Is it why that man was left in the dirt? If a tree dies through a fire, through a wonky little wire, was it the man's fault, a tiny accident? Not some dangerous to sing. Abschluss, und daher darf ich mich auf diesem Wege auch offiziell von meinen Podiumsdiskussionsteilnehmerinnen verabschieden. Ich starte diesmal links, damit das die Gerechtigkeitsausgleich, vorher haben wir rechts, sind wir rechts gestartet. Julia an meiner linken Seite, Nubia, dann geht es weiter hier mit Nas, Corinna, auch Maureen erwähne ich, auch Luna ganz neu als Praktikantin mit dabei. Ebenso und natürlich digital dazu gestaltet, Kauta. Und auch auf diesem Wege
Auch wenn sie uns nicht versteht, die Mama von Kauter, weil ohne die Mama gibt es auch die Kauter nicht. Also Mütter haben dann ebenso eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, die vielleicht nicht gesehen wird. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Engagement, für eure Füße, für eure Münder, für eure Ohren, dass ihr da wart, gesprochen habt, zugehört habt. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Gelegenheit wieder. Es war mir wie immer eine große Freude, den heutigen Abend begleiten zu dürfen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis bald. Is it why that man was left in the dirt? If a tree dies through a fire, through wonky little wire, was it the man's fault, a tiny accident that someone could